Wenn wir etwas aus der Corona-Krise gelernt haben, ja, dann ist es, dass Klopapier ja ein ganz wichtiger Bestandteil vom Krisenvorrat ist. Aber irgendwann ist das letzte Blatt gebraucht. Wenn du wissen willst, wie du ewiges Klopapier zur Verfügung hast im Vorrat und was das mit dem hier zu tun hat oder so, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ja, irgendwann schaut das Klopapier so aus, also zumindest das, was davon übrig ist. Die Lösung ist das hier. Und zwar, das ist eine Dusche, ein Duschkopf. Und das bitte nicht falsch zu verstehen. Wie funktioniert das? PET-Flasche mit Wasser. Das Wasser sollte nicht sehr kalt sein. Das kann ich dir sagen. Dann wird das hier reingepfrimmelt, reingedrückt. Das geht auch, du siehst, das ist konisch zulaufend, auch mit etwas größeren Flaschenöffnungen, habe ich aber noch nicht probiert. War bis jetzt nicht notwendig, weil zumindest bei mir die PET-Flaschen immer die relativ gleiche Größe haben. Das wird hier reingedrückt und dann hast du diese Funktion hier. Ja, du siehst, das macht das. Und wenn du ein bisschen Fantasie hast, dann weißt du, wofür das hier gut ist. Und das ist jetzt nicht, um hier im Sommer sich gegenseitig abzuspritzen, sondern, daher habe ich vorher gesagt, es sollte kein kaltes Wasser sein, denn damit kannst du mit genügend Druck du weißt, was ich meine, oder? Und wenn nicht, dann schalt das Video ab. Aber wenn du sagst, ja, ich weiß leider, was du meinst, schau, ich habe jetzt die Hälfte von so einer, ja, ich weiß nicht, ist das ein halb Liter oder 0,33, glaube ich, gebraucht, ja. Ja, und bis dahin soll es sauber sein. Beziehungsweise kann das ja eine Ergänzung sein, dass man das Klopapier, das man hat, etwas länger verwenden kann. Verstehst du, was ich meine, oder? Das, was ich jetzt tue, mache ich bei dieser Flasche, weil es egal ist. Sollte die Flasche im Einsatz gewesen sein, will man das vielleicht nicht tun. Aber ich glaube, du weißt, wofür das gut ist. Ne? Also was ich damit meine, ist, dass du es in Kombination einsetzen kannst. Also dass du einerseits damit deine Vorreinigung machst. Ja, es ist so. Ja? Und dann nachher eben mit Klopapier alles fertig machst. Das ist eine Möglichkeit. Dass das natürlich nicht wassersparend ist und das nur dann Sinn macht, wenn du genügend Wasser zur Verfügung hast, das ist auch ganz klar. Aber ein Spülklosett bedarf ohnehin Wasser. Das heißt, auch wenn du Klopapier hast und, nein, wir wollen das nicht ins Detail gehen, aber du brauchst auf jeden Fall Wasser dazu. Das Ding ist Kunststoff, ist also leicht mitzunehmen, ist auch etwas für Leute, die einen Fluchtrucksack, also ein Bug-Out-Bag machen. Und bevor du dir da irgendwelche Sägen und Äxte oder sonst irgendwas mitnimmst, dann wäre es irgendwie irrsinnig gescheit, sowas mitzuhaben. Denn wenn du die Wahl hast zwischen dem, oder besser gesagt dem hier, der linken Hand, und dem wirst du wahrscheinlich immer dieses mobile BD verwenden. Übrigens, das ist billige Eigenwerbung, das Ding haben wir natürlich im Shop, ich gebe da unten den Link, schau dir das an. Kostet nicht viel, bringt aber sehr, sehr viel. Es hält nicht ewig, also ich habe es ja getestet, nicht das hier, sondern ein anderes, das habe ich jetzt frisch genommen zum Herzeigen, ja. Aber die halten extrem lang, ist überhaupt kein Thema und es ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber es funktioniert, wie gesagt, es ist viel besser, als die eigene Hand zu verwenden. Ja, gut, das in dieser Richtung. Es ist nichts Besonderes, ja, es ist ein Kunststoffteil, nicht mehr und nicht weniger. Aber dieser kleine Teil kann einen Unterschied machen und gehört meiner Meinung nach in jedes Bug-Out-Bag, in jeden Fluchtrucksack. Ja? Und er gehört auch in den Krisenvorrat, weil so eine Packung, das wirft man sich irgendwo hin, das geht man irgendwie rein und die Sache ist erledigt. Und natürlich wird jetzt der eine oder die andere sagen, ja, aber ich muss Wasser dazu verbrauchen. Das ist mir vollkommen klar, aber noch einmal, für Spülklosett brauchen wir auch Wasser. Wenn wir das Wasser nicht haben, dann können wir unser Spülklosett so auch nicht mehr verwenden. Wir haben zwar noch immer das Klopapier, aber es wird trotzdem eine dreckige Sache. Und mir ist das auch klar, dass das halt ein Thema ist. Nur mit Wasser sinnvoll, also ohne Wasser geht es halt nicht. Ich könnte das Video jetzt noch in die Länge ziehen, tue es aber nicht. Nämlich jetzt bist du gefragt. Kennst du das? Hast du schon einmal eingesetzt? Was
Ist deine Meinung dazu? Ich gehe dir, wie gesagt, den Link in meinen Shop, das ist ganz klar. Besorg dir sowas, wenn du es noch nicht hast. Teste es mal, kauf dir mal eines und teste es aus. Und du wirst sehen, das Ergebnis ist durchaus positiv. Du hast gesehen, welchen Druck es hat. Ich will nicht ins Detail gehen. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Abo da lassen, da geht es direkt in meinen Shop. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Und ja, wäre auch was für deinen Waldurlaub besucht, sozusagen, wenn du weißt, was ich meine. Dein Reini Rossmann, bis bald und ciao, ciao.